Ja, meine Lieben, herzlich willkommen bei Avonacho, herzlich willkommen in 7 Days to Die. Habe ich hier gerade aus dem Fenster geguckt, kommt hier sofort ein Mädel an und macht hier erstmal Randale. Hat da vielleicht noch einen Schlagwurm mitgekriegt. Jetzt ist er halt da draußen. Ich hoffe, die ändern soundtechnisch das Ganze mal wieder so, dass man nicht immer glaubt, da wären 5 oder 6 Zombies. Weil wir haben in 7 Days ja momentan ein Soundproblem. Und das hat meiner Meinung nach sehr viel damit zu tun, ne, dass jetzt jeder Zombie gleichzeitig verschiedene Geräusche macht. Manchmal hören sich die Kerle ja an wie die Frauen und umgekehrt. Ja, und dass sie das so aufeinander gelegt haben, um das, weiß ich nicht, wahrscheinlich noch ein bisschen kräftiger zu machen. Vielleicht. Reingekommen ist sie nicht. Die hat die Tür noch halb kaputt geschlagen. Sagt ja, passiert noch ein bisschen mehr, deswegen habe ich jetzt schon eingeschaltet. Ist nicht. Na gut. Wie ihr seht, ich habe mir auch ein paar Steinäxte noch gemacht und diesen Knüppel, den habe ich mir auch nochmal neu gemacht. Und den Bogen. Ich meine, ich hätte mir... Ach nee, konnte ich nicht, weil davon zu... Ja, alles klar. Konnte ich nicht, weil davon zu wenig. Und ihr seht auch, ich habe oben rechts nichts mehr stehen. Liegt daran, weil ich... mal kurz hier hingestellt habe. Ja, und das Camp war ja neu und den Bedroll. Den habe ich mir noch gemacht gehabt. So, jetzt können wir erstmal los tigern. Das nehmen wir jetzt kurz mit. Wollte ich ja die ganze Zeit eigentlich schon gemacht haben. Habe ich nicht. So, jetzt haben wir es aber. Und dann gehen wir jetzt einfach mal runter und ja, gehen mal in die Richtung. Habe ich da eigentlich schon reingeguckt? Hier? Ja. Eigentlich können wir jetzt auch hier rausgehen, oder? Können wir gleich Holz mitnehmen. Warum nicht? So. Da kann mich das Mädel mal kreuzweise an den Füßen kratzen. Oder Schlimmeres. So, da war ich aber schon dran, ja. Ja. Oh, warte mal, du bist ein Schwesterchen. Da könnte ich doch mal den einen oder anderen Knüppel. Willst du wohl aufhören, mich zu hauen, sonst haue ich dich zurück. So. Hast du jetzt davon. Und bleib gefälligst liegen. Hast du nicht mal was mit hier? So, dein Knochen will ich jetzt nicht haben. Jetzt gucken wir mal, ob wir da nicht irgendwie ein Häuschen finden. Ansonsten wandern wir der Straße einfach nochmal lang. Theoretisch gesehen müssten wir sowieso in diese Richtung. Bei der Wüste halt später mal so einen Ausflug machen, um eben die wichtigen Sachen mitzunehmen. Wie hier Aloe Vera und für den kühlenden Tee. Und natürlich Nester abklappern ohne Ende. Entschuldigung. Was meine ich? Also ich hätte jetzt gedacht, da wären 2, 3 Zombies. Hätte jetzt mal so gedacht. So, die nehmen wir aber auch erstmal mit. Schade auch, dass man aus denen noch keine Samen machen kann, um diese wieder anzupflanzen. Da ist einer und da sind da 2. Ah. Einer hinter mir, einer vor mir. Na nö. Kommst du weg? Warte mal. Möchte ich mitnehmen. Danke. Oh, möchte ich auch mitnehmen. Dankeschön. Und weiter geht's. Ist natürlich cool, dass wir direkt wieder so eine Lampe gefunden haben. So mag es leiden. In diesem Gebiet werde ich dann auch... da war ich doch schon dran. Werde ich auch bauen. Direkt so schnell wie möglich. Also jetzt gar nicht irgendwie warten, bis die... Sag 7 Horde kommt oder so, sondern direkt so schnell wie möglich losbauen. Dazu muss ich natürlich irgendwie Zement erstmal fertig haben, beziehungsweise erstmal Stahl machen. Das ist das Wichtigste, damit ich das entsprechende Werkzeug kriege. Was ich auch noch machen könnte. Ja, da hatte ich doch eine Idee. Die könnte ich eigentlich jetzt mal hier versuchen umzusetzen. Oma hatte mir vor einiger Zeit mal, was ist denn das für ein Häuschen?
vor einiger Zeit mal einen kleinen Link zu einem Wassergenerator reingesetzt. Den werde ich wohl auch mal bauen. Wobei, so wie ich das gesehen habe, ist das kein richtiger Wassergenerator, weil man den immer wieder nachfüllen muss. Da kann ich auch nur sagen, schade, dass die das hier mit dem Wasser nicht so hingekriegt haben, wie sie es hinkriegen wollten. Von wegen fließendes Wasser. So habe ich das zumindest verstanden. Also richtig fließendes Wasser ist es nicht. Finde ich. Es fließt meiner Meinung nach nicht richtig nach. Aber wisst ihr was? Guck mal her. Weil das Ei würde ich dann schon ganz gerne mitnehmen. Oh ja, einen neuen Bogen wollte ich mir auch noch machen. So. So machen wir das. Wo habe ich die Kohle weg? Wo bitteschön habe ich denn die Kohle jetzt weg? Die brauchen wir doch jetzt gar nicht. Das ist doch uninteressant. So, das können wir erstmal, damit wir einen neuen Bogen machen können. Und wo ist er denn? Ich habe ihn eben noch da. Irgendwo gesehen. Machen wir erstmal. Ein Haus mit Schmiede ist es auch nicht, aber vielleicht was zu futtern drin. Wollen wir mal gucken. Mal gucken, ob wir nicht hier ordentlich was drin bauen können. So schnell wie möglich, so groß wie möglich. Entschuldige, Digga. Ich wollte nicht so auf dir rumtrampeln. Nee. Noch so einer. Jetzt sag nicht, das war sie hier. Dann hätten wir nämlich genau das Thema, was ich meinte, mit den Geräuschen. Dass die Geräusche... Sekunde. Dass die Geräusche halt nicht zu den Zombies passen. Einfach umfallen ist doch ganz einfach. Du willst wieder nicht, ne? Komm her. Jetzt aber. Geh doch. Tada. Und du sollst auch liegen bleiben. Zwei Kriecher. Naja. Macht ihr mal. Ich gehe jetzt mal hier hin und guck mir mal die Küche an, wollte ich eigentlich sagen. So, dann gehe ich halt erstmal zum... Ach, das ist das gleiche Haus wie eben. Nee, damit halte ich mich dann jetzt nicht auf. Wieso bin ich denn Biohazard? Ach, ich brauche Honig. In welche Richtung wollte ich da? Mal weiter gucken. Irgendwas muss man ja hier finden. Deswegen gehe ich jetzt hier einmal so quer durch. Aber ist natürlich auch keine Garantie. Man kann ja direkt dran vorbeilaufen. Mehr oder weniger, also... So, dass es halt außerhalb des Sichtbereichs ist. Nein, Digga, ich spiele jetzt nicht mit dir. Da kannst du machen, was du willst. Keine Lust, keine Zeit und du verstehst, wie ich meine. Ja. Außer Bäumen sehe ich hier momentan nichts. Links von uns dürfte dann jetzt das Wasser sein, wenn ich nicht irre. Da ist nur ein Stumpf. Vielleicht finden wir da was Schönes drin. Ja, mit der Höhle in der Wüste, das war natürlich jetzt bald ein Pech und Pannen, ne? Ach, brauche ich auch nicht. War weg. Ich sehe hier gar nichts. Hausmäßig. Doch mal in die Richtung. Können wir zwischendurch auf eine Map gucken. Noch so eine, da ist auch noch so eine, nehmen wir auch noch mit. Potassium nehmen wir jetzt noch nicht mit, brauchen wir noch nicht. Davon können wir aber noch mitnehmen. Weil haben wir schon. Ja, zwischendurch sind jetzt hier recht unschöne Hacker. Die mag ich nicht. So. Gleich zwei Nester.
wiederum mag ich sie. Ist dann hier irgendwas in der Nähe oder ist es nicht? Lass mich mal gucken. Ist ja auch doof. Gehen wir doch die Straße entlang und nehmen halt die Gebäude mit, die von der Straße abgehen. Vielleicht haben wir ja Glück und wir finden sogar eine Kleinstadt oder sowas. Wäre natürlich auch nicht so schlecht. Na, hör mal auf zu stöhnen. Schweine? Hirsche? Die Gegend gefällt mir schon mal. Und Wasser. Naja, vielleicht zockt das Wasser natürlich für die Ruckler. So. Dann gehen wir mal hier lang. Das ist auch mittlerweile echt unschön gemacht, wie ich finde. Das hatten sie mal schöner. Sieht ja generell recht komisch aus. Die Spiegelung. Das ist eine Sache, die hatten sie tatsächlich mal deutlich schöner geregelt. Und weniger Leistung frisst es deswegen jetzt ja auch nicht. Habe ich zumindest nicht so das Gefühl. So eine Anhöhe ist natürlich auch nicht schlecht. Ja. Das ist natürlich auch nicht so verkehrt. Was ist denn, wenn ich mal hier hochgehe? Was ist denn da oben? Oder auf der anderen Seite wieder unten? Was wäre da? Holz kann ich auch noch mitnehmen, ne? So nebenbei. Kann ich eigentlich tun. Ja, ich würde sagen, eine Menge Bäume. Das ist schön. Ach, da fällt. Gleich passt der Hintergrundsound wieder, was die Tierchen betrifft. Upp, da war ja noch ein Nest. Immer noch den Hintergrundsound für die Nacht an. Deswegen geht ja gar nicht. Na ne? Haben wir doch. Das ist aber ein großer See. Eigentlich wollte ich auf... Ah, da hinten geht's rum. Okay. Gut. Dann haben wir die Größenordnung... Unsere See ist dann auch schon mal sicher. Jetzt nehme ich noch ein bisschen Holz mit. Und dann dürfte da hinter dem See wieder auf die Straße drauf. Naja, dann gehen wir die halt mal entlang. Wir werden schon irgendwas finden. Wie sieht's denn aus? Na, 400, da geht aber noch einiges rein, du. Erstmal rein. Schön außer Puste. Oh, das könnte... Das könnte ein Schmiedehäuschen... Nee, doch nicht. Naja, es ist ein Häuschen. Da können wir zumindest noch was zu essen gucken. Vielleicht auch mal kurz den Wasservorrat bzw. Tiervorrat auffüllen. Das wäre vielleicht auch nicht so übel. Jetzt erstmal was essen. Direkt mal wegscrimmen. Ja, ich glaube, das mache ich dann gleich mal. Bevor es zur Straße geht. Und hier gucken wir mal in die Küche. Vielleicht gibt es ja was zu pudern. Keine Zombies? Ach, das ist ja nett. Okay. Doch nicht so nett. Plötzlich tauchen sie alle auf. Oh. Komm, in dem Haus ist sowieso nicht gezogen. Da können wir später reingucken, von wegen Waffenschrank. Da war doch in dem Haus einer. So. Markier mal kurz. Habe ich Zeit? Nein.
OS nehmen wir immer mit. Aber da könnte ich, jetzt habe ich ja einen Platz dafür, ne? Muss ich das dann gleich Thomas kolben. So. Wo ist denn jetzt die Straße? Wollen wir uns doch zumindest die mal. Achso. Moment, ich brauche ja nicht auf die. Ich kann ja auch auf diese Straße. Also das Ding, das führt ja zu einer Straße hin. Hat doch eine gewisse Logik. Nehmen wir doch die andere. Dann brauche ich auch nicht so weit laufen. Wobei, wenn jetzt die Zombies alle weg sind, dann können wir auch direkt mal in die Küche gucken. Vielleicht habe ich sie ja weit genug weggeführt. Ach, ich muss doch gleich sowieso nochmal zum Tempel. Ich tippe. Sollten sie jetzt noch hier sein, dann mache ich das auch. Aber sieht gerade gut aus. Ja, würde ich denken. Waffenschrank können wir natürlich jetzt nicht reingucken. Aber, den habe ich vergessen. Musiker, oh, sehr schön. Was ist das? Ein Forcer Magazine. So, Detmar's Krippen und Detmar's Krippen. Dann gucken wir jetzt mal hier einmal hin. Da haben wir zumindest schon mal ein bisschen Futter. Oh ja, noch mehr Weiß. Das ist ja nicht wirklich verkehrt, ne? Wenn man sich sowas mal mitnimmt. Ansonsten hatte ich immer mehr Glück, die Schmiedehäuser zu finden. Ach, das Futter kann ich eigentlich auch direkt futtern. So. Machen wir einmal so. Und einmal diesen hier. So. Da oben so viel war da jetzt gar nicht mehr. Ach komm, das ist Bang, das können wir scrappen. Da. Und die können wir auch nochmal reinschauen. Nix. Also kurz Wasser machen. Und da die Folge jetzt gleich sowieso vorbei ist, kann ich das auch kurz machen, ohne Zeit zu verschwenden. Also eure Zeit zu verschwenden. Bin ich dann auch nicht so schlecht. Was sind jetzt hier? Okay. Na gut. Das können wir auch mal nicht direkt trinken. Noch mehr Boys. Sehr schön. Nehmen wir doch mit. Na komm. Nehmen wir ein bisschen schneller. Jetzt weiß ich wieder, warum ich unbedingt anderes Werkzeug haben möchte. Das nicht habe, muss ich halt dafür sorgen, dass ich anderweitig klarkomme. Ne, die machen auch mal einzeln. So. Wollte das doch hier markiert haben, ne? Erstmal so Safe Waypoint, Häuschen und Waffenschrank. Schon irgendwie passen. So. Und jetzt hole ich mir erstmal ein bisschen Wasser. Dazu muss ich mal so machen. Ansonsten nichts. Ah, da habe ich noch gar nicht geguckt. Noch mehr Metall. Nutzt mir alles momentan noch nichts. Jetzt meckert da unten schon wieder einer.
Bin ich in deinem Haus reingebrochen oder was? Ich muss ja irgendwie. Du brauchst ja nichts zu essen. Das ist nett. Die Frage ist nur... Mach das hier weg. So. Schlüssel vergessen. Was haben wir da? Nix. Das nehmen wir noch mit. Da können wir auch nochmal rein. Den haben wir auch vergessen. Das brauchen wir nicht. So. Ja, ja, ich bin ja weg. Ich bin ja schon weg. Jetzt gehen wir erstmal da unten irgendwo hin. Und dann mache ich mir erstmal ein bisschen Tee. Und dann hören wir uns wieder. Das wird ja jetzt so lange nicht dauern. Und daher geht das schon. Ich glaube, bei dem Stein ist das so schlecht nicht. Ja. Ich glaube, das ist eine ganz gute Ecke. So. Da ein Campfire hinsetzen. Und dann geht das. Nebenbei kann ich eigentlich noch einen Baum schlagen. Ist ja auch nicht so ganz verkehrt. Meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen hoch da. Schaut auf euer Social Media, wenn ihr möchtet. Würde mich natürlich sehr freuen. Und ja, dann stören wir uns in der nächsten Folge. Also, bis dahin. Bye bye.